Auf was willst du hinaus, Elisabeth? Johannes hat Ansgar aus seinem Testament gestrichen und dich zur Alleinerbin eingesetzt. Kein Ton. Sonst schlitze ich dich auf. Stehe ich ganz zu Ihrer Verfügung. Was darf es denn sein? Danke, ich warte noch. Aber die Weinkarte könnten Sie mir schon geben. Gerne. So, ein Gruß des Hauses. Wissen Sie, eigentlich ist es ein gutes Zeichen, wenn Frauen sich zum Rendezvous verspäten. Wahrscheinlich weiß sie von Nervosität nicht, welches Kleid sie anziehen soll. Das weiß ich von mir selbst. Unser Romance Dinner kann ich nur empfehlen. So, mal sehen. Hast du nicht gehört? Hältst du da raus? Vorsicht, das Messer! Man verschwinde! Alles okay mit Ihnen? Ja? Ansgar versteht von Geschäften mehr als ich. Naja, so eine blutige Anfängerin bist du nun auch wieder nicht. Und außerdem hat dein Vater in seinem Testament sicher an Ansgars menschliche und moralische Qualitäten gedacht. Trotzdem. Ich verstehe einfach nicht, warum er vorher nicht mit mir darüber geredet hat. Er lädt mir eine Riesenverantwortung auf. Es geht um Tausende von Arbeitsplätzen, um den Zusammenhalt der Familie. Und außerdem habe ich noch eine kleine Tochter, um die ich mich kümmern will. Und genau deswegen rede ich dir so zu. Damit Sophia in Zukunft etwas mehr Zeit bei mir verbringt. Nein, im Ernst. Um Sophia brauchst du dir wirklich keine Gedanken machen. Und du weißt, wenn es drauf ankommt, kann ich auch ein paar Mandanten weniger nehmen. Ich weiß. So, ich muss morgen früh raus. Tja, wirklich keine leichte Entscheidung für dich. Aber ich denke, dein Vater hat sich das gut überlegt. Und deine Zweifel geben ihm recht. Die meisten würden bei so viel Geld und Macht keine Sekunde zögern. Also, mach's gut. Und gib unserer kleinen Prinzessin noch einen dicken Kuss. Bis dann. Mach ich. Hosen mit Knöpfen konnte ich noch nie leiden. Du, ich glaube, das lassen wir mal lieber. Keine Angst, ich bin nicht Wendler. Ich habe auch Gummis. Warte. Warte mal, wo? Wo willst du hin? In mein Bett. Wieso denn? Es war doch gerade so nett und es könnte noch viel netter werden. Schlaf gut. Aber wenn du es dir anders überlegst, du weißt doch, wo mein Zimmer ist.
Bist du sicher, dass du keinen Arzt brauchst? Komm, setz dich. Ich mache uns einen Tee. Meine Verabredung. Jetzt ruh dich doch mal einen Moment aus. Ich lasse dich in diesem Zustand gar nicht alleine vor die Tür. Hm? Bitte schön. Ich habe mich noch gar nicht bei dir bedankt. Doch, mindestens 100 Mal. Du bist so mutig. Der Typ hat sein Messer. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich würde mich gern irgendwie revanchieren. Das musst du nicht. Das war selbstverständlich. Wenn man jemandem helfen kann. Du hast ein Kind? Ja. Ja, das lebt sogar hier in Düsseldorf. Und wo ist dein Kind? Ich darf ihn nicht sehen. Sein Vater hasst mich. Er hat durch eine ganz fiese Falle Umgangsverbot bewirkt. Aber das kann er doch nicht einfach so tun. Naja, wenn man die finanziellen Mittel hat und die richtigen Kontakte, kann man ja vieles. Ich vermisse den Kleinen. Danke, dass ich so lange warten durfte. Kein Problem. Bestimmt ist hier noch was Wichtiges dazwischen gekommen und morgen ruft's an, entschuldigt sich. Eher nicht. Das war unser erstes und letztes Date. Feste Prinzipien im Umgang gerade mit Frauen sind was Gutes. Aber für die Richtige kann man auch schon mal eine Ausnahme machen. Diesmal nicht. Das war unsere Abmachung. Und dann gehe ich meine Jazzplatte auflegen. Nacht, Angelo. Vorlage? Ja, solange es doch geht. Hey, du wirst ihn immer in deinem Gedächtnis behalten. War es sehr schlimm heute Nachmittag? Wie es auf einer Trauerfeier nun mal ist. Ich habe für morgen Einladungen zu einer Vernissage. Morgen ist Testamentseröffnung. Marina, es tut mir leid. Aber ich wäre jetzt lieber gerne allein. So sicher. Es gibt einfach so viel, über das ich unbedingt nachdenken muss. Ich rufe dich an. Okay. Dann gute Nacht. Gute Nacht. Und sowas nennen sie Gruselfilm. Kinderprogramm. Kinderprogramm? Also dafür war die Sterbequote ziemlich hoch. Eben. Quantität statt Qualität. 508 mm. Lauflänge? Sag mal, hast du nicht gerade was von Qualität erzählt? Ach, du hast ja recht. Ja, Lydia scheint ja einen amüsanten Abend zu haben. Jetzt verstehe ich, warum du diesen langweiligen Gruselfilm mit mir durchgestanden hast. Du wartest ja nur auf deine Tochter, du wie immer. Unsinn, Quatsch, erzähl doch. Ich kenn dich doch. Ah, ich glaube, du kannst beruhigt schlafen gehen. Oder bringt Lydia etwa ihre neue Flamme mit nach Hause? Lydia. Was
passiert? Hattest du einen Unfall? Schon gut. Halb so wild. Erzähl, was ist passiert? Übrigens, ich gehe nachher zum Großmarkt einkaufen. Soll ich euch was mitbringen? Oh, nix da, lass mich einkaufen. Wieso? Ich kann es doch. Ich hab doch auf jeden Fall... Ich mach das. Na gut, wenn ich mich schlagen lasse. Ja. Ja, da kann man wohl nichts machen. Aber trotzdem, vielen Dank für Ihren Rückruf. Ja, wiederhören. Schlechte Nachrichten, hm? Eine Absage von der Kulturfabrik. Die nehmen keine Zivis mehr, weil die demnächst dicht machen. Aber du hast noch andere Bewerbungen laufen, oder? Hast du mal mit Jana gesprochen? Vielleicht kann die in der Klinik was für dich arrangieren. Ja, vielleicht. Sag mal, muss Lydia nicht arbeiten? Die kann heute ausschlafen. Na Mensch, so eine Zivi-Stelle suche ich auch. Will noch jemand Kaffee? Gerne. Ich hab noch. Da ist er ja, unser Shootingstar. Na, Fräulein Wendler, sind Sie auch wieder unter den Lebenden? Morgen. Ja, wohl gestern beim Videoschauen noch häufiger auf deinen Erfolg angestoßen. Mhm. Und plötzlich sind zwei Champagnerflaschen verschwunden. Ja, Schauspieler. Ja. Komm, setz dich. Auch eine Tasse? Ich brauche erst meine Kopfschmerztablette. Guten Morgen, Karl. Guten Morgen. Wenn du mit uns frühstücken möchtest, dann kommst du genau richtig. Ich habe keinen großen Hunger, aber ich bin trotzdem lieber bei euch. Das hätte Johannes sehr gefreut, wie die Familie zusammensteht. Du hattest letzte Nacht über vieles nachzudenken, nicht wahr? Ich könnte sein Erbe sicherlich ausschlagen, aber es ist sein letzter Wille. Und den werde ich akzeptieren. Johannes hätte sich sehr darüber gefreut. Er war immer so stolz auf dich. Dein Mut, dein Verantwortungsbewusstsein. Ich weiß, dass dir diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Aber du hast meine volle Rückendeckung. Und wenn ich dich hier auf dem Schloss oder in der Firma irgendwie... Ich werde darauf zurückkommen. Gut. Hi, sorry. Der Bus ist mir genau vor der Nase weggefahren. Hey, sollen wir uns die Aufnahmen von unserer Aufführung angucken? Unser Star des Abends? Ja, sternhagelvoll. Du weißt doch Fabian, mit dem ich neulich noch im No Limits war. Der Superschnuckel? Der stand gerade unten noch bei euch in der Küche. Ja, er wohnt im Augenblick mit seinen Eltern bei uns. Naja, auf jeden Fall, wir haben gestern Abend noch ein bisschen zusammen gefeiert hier bei mir. Ihr beide habt... Nein! Soweit kam es erst gar nicht. Er hat noch rechtzeitig die Notbremse gezogen. Mann, das war voll die Abfuhr, kann ich dir nur sagen. Ich habe noch nie so was Peinliches erlebt. So schlimm? Schlimmer. Was? Ich habe mich so dermaßen abgeschossen. Kein Wunder, dass er keinen Bock mehr auf mich hatte. Ach, Quatsch. Wahrscheinlich hatte der auch nur zu viel Sekt getrunken und konnte nicht. Du weißt, was ich meine. Oder er lässt sich beim ersten Mal einfach ein bisschen mehr Zeit. Aber statt hier so einen Kopf zu machen, würde ich mal einfach zu ihm runtergehen. Nee, auf gar keinen Fall. Jetzt stell dich mal nicht so an. Hey, der wohnt bei mir. Ja und? Was willst du jetzt machen? Dich im Keller verstecken? Keine Ahnung, am besten gehe ich wieder zurück nach England. Oder Schüleraustausch in Australien. Auf jeden Fall weit, weit weg von ihm. Ich hätte nicht gedacht, dass ich überhaupt schlafen kann. Schon was von der Polizei gehört? Ich glaube auch nicht, dass da jemals was kommt. Ich konnte den Typen ja noch nicht mal beschreiben. Hast du dich bei diesem Sebastian schon gemeldet? Ich habe seine Nummer nicht. Er denkt jetzt bestimmt, ich will nichts von ihm. Ja, dann fährst du halt noch mal zu ihm hin. Wir hatten vereinbart, wenn ich ihm eine Chance gebe, dann treffen wir uns im Schneiders. Sonst eben nicht. Hör mal, was dir passiert ist, dafür hätte jeder Verständnis. Sogar ein Ladenstein. Mann, du hast so ein Glück gehabt. Also am liebsten würde ich deiner Retterin einen riesigen Blumenstrauß schicken. Was ist das eigentlich für eine Frau?
Sie heißt Tanja. Ansonsten weiß ich nur, in welchem Hotel sie wohnt. Aber mir fällt schon was ein, wie ich ihr danken kann. Hat doch prima geklappt. Das mit dem Pfefferspray war trotzdem scheiße. Schmerzensgeld ist mit inbegriffen. Kaufen Sie sich eine schicke Sonnenbrille. Dein neuer Lover? Er hat mir bei der Kleinen vom Jugendamt geholfen, die meinen Sorgerechtsfall betreut. Für sowas schmeißt du mein Geld raus? Das ist sehr gut angelegt. Die gute Lydia Brandner schuldet mir nun einen Gefallen. Sie wird ihrer selbstlosen Lebensretterin wohl kaum was ausschlagen können. Ich traue mich gar nicht, mich zu setzen. Das war doch immer sein Sessel. Ich habe immer noch das Gefühl, dass er... Ja, ich denke auch ständig, er kommt jeden Moment herein. Du hast Angst vor dem, was jetzt kommt, nicht wahr? Niemand rechnet damit, dass Vater mich als Haupterbin eingesetzt hat. Johannes wusste, dass er Ansgar damit verletzt. Aber trotzdem hielt er es so für das Beste. Ich hoffe nur, dass Ansgar es irgendwann akzeptieren wird. Wovor ich nämlich jetzt wirklich Angst habe, ist ein andauernder Streit zwischen uns Geschwistern. Adrian Degenhardt, mein Name birgt für Qualität. Und Adrian Degenhardt, das Wohl Ihres Babys liegt mir am Herzen. Ja, das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Man merkt eben einfach, dass Sie hier die Marketing-Expertin sind. Ich freue mich schon auf den Tag, wenn die ersten Inhaltsanalysen dieses Milchpulvers bekannt werden. Dann kann Degenhardt sich den Strick nehmen. Erst einmal wünsche ich Ihnen viel Spaß bei der Testamentseröffnung. Ah, ich werde jede Sekunde genießen. Den Notar haben Sie inzwischen im Griff? Diese Brandner-Bitch hat zwar versucht, ihn umzudrehen, aber sie ist einfach zu gut für diese Welt. Genauso wie meine Schwester Carla. Ich an dieses Geseier eben denke, von wegen Vaterliebe und so. Mir ist fast das Frühstück wieder hochgekommen. Sie Ärmste. Na, nicht mehr lange. Jetzt werde ich mir erst mal das holen, was mir zusteht. Glaub mir, dieser Sebastian wird sich garantiert freuen, dich wiederzusehen. Hoffentlich. Du hast ihn nicht absichtlich versetzt. Bis heute Mittag. Ciao. Suchst du was Bestimmtes? Himbeerjoghurt. Da, der letzte. Weißt du, ob es hier noch nie eine gute Kletterhalle gibt? Kletterhalle? Ja, ich brauche eine Steilwand. Und Arno kriegt bestimmt einen Blutsturz, wenn ich Kletterhaken in eure Hausfassade schlage. Nee, leider nicht. Lisa? Den gestern Abend. Ich fand's echt cool mit dir. Wir hatten beide ein bisschen zu viel getankt und ich wollte einfach nichts machen, was du heute vielleicht bereust. Wow, du bist ja ein richtiger Gentleman. Nicht immer. Ah, dann wird's aber Zeit. Ja. Habe bereits die Gräfin und ihre Geschwister begrüßt. Dr. Hochstetter. Ich kann das nicht. Ich habe die Nerven nicht dazu. Ich hatte immer einen hervorragenden Ruf als Notar. Und wenn herauskommt, dass ich ein Testament gefälscht habe. Verdammt nochmal, ich muss Sie doch wohl nicht an die Zustände in einem thailändischen Knast erinnern, oder? Sie wollen Ihren Sohn doch gesund wiedersehen. Ja. Reißen Sie sich jetzt verdammt noch mal zusammen! Ja, ich denke, wir werden dann vollzählig.
In meiner Eigenschaft als Notar eröffne ich hiermit das Testament des verstorbenen Johannes Graf von Landstein. Wegen Hannes hier. Ich glaube, der ist oben mit seinem Kindermädchen. Sebastian. Ich bin hier, weil ich muss dir was erklären. Nein, musst du nicht. Ich verstehe das. Deine Aufgabe beim Jugendamt lässt sich nicht mit unserer Bekanntschaft vereinbaren. Aber... Hey, ich habe dir versprochen, das zu akzeptieren, okay? Ich werde dich nicht mehr belästigen. Sorry. Ich brauche was zu trinken. Hiermit vermache ich meinen Konzertflügel meiner Tochter Sarah. In der Hoffnung, dass ihr eine erfolgreiche Pianistenkarriere vergönnt ist und ihr Spiel ein großes Publikum ebenso sehr bewegt, wie es mich berührt hat. Nach den persönlichen Zuwendungen kommen wir nun zum Hauptteil. Des Weiteren verfüge ich, mein gesamtes Privatvermögen soll zu gleichen Teilen unter meinen Kindern Ansgar, Carla, Leonard, Nico und Konstantin aufgeteilt werden. Jedes meiner Kinder erhält darüber hinaus ein lebenslanges Wohnrecht auf unserem angestammten Familiensitz Schloss Königsbrunn. Mein geliebtes Schloss selbst samt umliegender Ländereien sowie der Gesamtheit meines Firmenbesitzes, die Landstein Holding, vermache ich. Entschuldigung. Vermache ich meinem erstgeborenen Enkel Johannes von Anstetten.